Also entweder bin ich dümmer als die anderen oder ich verstehe das alles nicht. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Also jetzt nicht nur dieses mit Usmanow und Russland und Sanktionen. Steuern jetzt allgemein, das scheint ein Ding zu sein. Ich habe schon verstanden jetzt, das ist nichts Gutes. Steuern ist erstmal was, das muss weg. Wenn man, egal welche Partei, jeder Mensch, der gewählt werden möchte in Deutschland, muss sich da hinstellen und sagen, wenn ihr mich wählt, dann zahlt ihr weniger Steuern und dann eigentlich ach, fällt gar nicht auf, dass überhaupt irgendwas. Das ist ja absurd, wenn man das hört oder nicht. Weil das ist ja deren Job. Da stellt sich jemand hin und sagt, pass auf, meine Aufgabe ist es, dass ihr mir Geld gebt und damit organisiere ich unser Land. Aber gebt mir mal nicht so viel, bitte, das ist immer so viel Geld und ich kann jetzt auch nicht so gut damit umgehen und das sind auch viele Zahlen über 1000 und so und ich, nein. Da sagst du, ja, aber das ist dein Job. Ja, ja, klar, ich mach das schon, klar, also ich organisiere euch das. Es gibt Schulen, die sind dann zwar kaputt, aber die sind da. Wir bauen Hubschrauber, die nicht fliegen. Dann gibt's einen Verfassungsschutz, der vor allem die schützt, die gegen die Verfassung Nazis. Wir schützen vor allem Nazis, aber naja, kleines Geld, kleine Moral. Was soll ich machen? Was sind Steuern? Leute motzen gegen Steuern. Alle. Du wahrscheinlich auch. Ich kenne dich nicht, aber du sitzt da vorne, selber schuld. Du bist einer von den Leuten. Du bist einer von den Leuten, die wahrscheinlich sowas sagen. Ja, das wird ja alles mit meinen Steuern bezahlt. Ja, Wolfgang. Für mich heißt du Wolfgang, Entschuldigung. Ja, Wolfgang, das stimmt. Aber das ist auch nicht so viel, was du beiträgst, sag ich. Ganz im Ernst, du hast wahrscheinlich ein durchschnittliches Einkommen. Das heißt, du schnallst durchschnittlich viel Steuern. Mit dem Geld, was du im Jahr an Steuern bezahlst, bauen wir als Land jetzt 20 Meter Bundesstraße. Nicht Autobahn, Wolfgang. Bundesstraße. Das ist da, wo die Dachse wohnen. So viel bringst du uns. Und eigentlich ist das ja der Satz, ne? Wir zahlen ja alles mit unseren Steuern. Das ist ein Argument für Steuern. Ist dir klar, was wir alles bezahlen mit Steuern? Alles! Warum sollten wir weniger Steuern bezahlen? All die Sachen, die einfach immer da sind und über die wir andauernd schimpfen, weil die nicht so geil sind, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das zahlen alles wir. Bildung, Kindergärten, Krankenhäuser, Feuerwehr, Polizei, Straßen. Das wird alles von Steuern bezahlt. Also wenn überhaupt, dann sollten wir mehr Steuern bezahlen. Und ich verstehe, dass hier wenig Begeisterung ist, aber Ich meine auch nicht euch. Ich meine reiche Leute. Reiche Leute sollten mehr Steuern bezahlen. Nee, 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 zu früh. Zu früh. Immer erst dann klatschen, wenn der Mann da vorne die Idee ganz ausgeführt hat. Das ist immer eine wichtige Idee in Deutschland. Sobald man sagt, dass man Reiche besteuern möchte, heißt es, das ist naiv, Moritz. Bist du wirklich so dumm? Ne, wenn wir morgen, klar, wenn wir morgen die Reichensteuer einführen, ist übermorgen keiner mehr reich, ne, klar. Auf dem Papier, ne, die nehmen das Geld dann und dann bringen die das weg, nach Malta, Cayman Islands oder so, ja, was machen wir dann? Und dann denke ich, hä, dann gehen wir zu denen nach Hause. Ja, aber wir wissen ja gar nicht, wer das ist. Bist du völlig bescheuert? Es gibt Forbes. Das ist eine Zeitung, die besteht aus einer Liste mit 500 Namen. Und da steht, guck mal, wie reich der ist. Und guck mal die, nicht so reich wie er, ne? Aber immer noch absurd doll. Ja, aber wir wissen gar nicht, wo die wohnen. Geh einmal durch München, du wirst das erkennen. Und dann gehen wir zu denen nach Hause. Ja, das wäre linker Faschismus. Nein, das wäre Demokratie. Weil wir sind dann mehr als die in ihrem Wohnzimmer. Der Wille der Mehrheit, das ist die Idee von Demokratie. Ja, und was machen wir dann? Pass auf, dann sagen wir denen, ey, behalt das Haus. Diesen Palast, wo du drin wohnst. Behalt sogar die Autosammlung, die scheiß Rolex. Behalt meinetwegen sogar eine Viertelmillion in bar. Aber alles, was du dann noch mehr hast, das musst du ja irgendjemandem weggenommen haben. Im Zweifelfall uns. Und wir brauchen das jetzt dringender. Also gib uns das wieder her. Ja, aber das wäre Enteignung, Moritz. Genau, das wäre Enteignung. Und wenn die, ja, und wenn die uns das nicht geben wollen, dann hängen wir die an Laternen auf. Nein, Moritz, das geht doch nicht. Das wäre ja wie in der Französischen Revolution. Ja, genau. Da kommt die Idee von Demokratie ja her. Das ist die Idee von Demokratie. Ja, aber da wurden Menschen geköpft. Genau. So funktioniert das ja. Wir haben alle die gleichen Rechte. Wir sind Geschwister im Geiste. Wir sind alle frei, wenn du einen Kopf hast. Und Steuern bezahlst. Und zwar eine Menge davon. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Hm? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Werde ich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so.
Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.